Hallo zusammen, es ist der 7. April. Wir haben 17:24 Uhr. Ich bin also 12 Minuten vor DAX-Schluss, weil nachher ist ein Webinar, das möchte ich mir gerne auch mal anhören, das ist um 18 Uhr. Und deswegen gebe ich hier ein bisschen Gas. Der DAX ist noch am Hecheln, im Moment bei 15.183. Hat also noch 12 Minuten Zeit. Mal schauen, ob wir noch begleiten können. Das ist der Tageschart. Wie gesagt, heute ist der Mittwoch, DAX, da kommen immer die heißeren Scheine rein. Werdet ihr gleich sehen. Das ist aber der Tageschart. Wir haben hier nach diesem Hammer und dem Touchieren, leichten Touchieren von der 20-Tage-Linie, sind wir hier gut und gern 900 Punkte hochgestiegen bis in den Gipfel. Und wenn der gestrige Tag noch durchaus Chancen bot mit Aufwärts- und Abwärtsbewegung, noch ein schneller Markt war, haben wir bisher nur 82 Punkte oder 83 Punkte heute gemacht. Tja, das ist natürlich dann, das ist frustrierend. Aber oftmals kommen nach solchen Tagen, das sieht man hier auch, wenn so richtig heftige Tage kommen, ist der nächste Tag ziemlich ruhig. Und da muss man schauen. Wir sind am oberen Band, also auf Tagessicht, am oberen Band. Wir sind weiterhin positiv über das MACD. Wir sind noch immer positiv über die Stochastik. Ja, weiß ich, überkauft, alles klar. Aber kein Verkaufssignal. Das heißt, aus Tagessicht hat er weiterhin Chancen. Ich habe hier kein griffiges Verkaufssignal, aber auch keine frischen Kaufsignale. Aber er hat immer noch alle Chancen. Und wenn man in die kürzeren Zeiteinheiten geht, ich fange mal an mit 4 Stunden, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Das sind die 4 Stunden, ich hole es mal ein bisschen näher ran. Das war der Hammer, der auch im 4-Stunden-Chart ein Hammer war. Und von da sind wir dann einfach nur hochgeprescht. Ich kann hier keine Pause erkennen. Also hier ist vielleicht mal so eine ganz kleine, ja, aber ansonsten keinerlei Pause, außer jetzt hier oben, wo er sich durch dieses, das Ding nennt sich Long Leg Doji. Gibt es auch nicht allzu oft. Ist eigentlich ein negatives Signal, wenn es oben ist, ist ein positives Signal, wenn es unten ist. Die sieht man ganz, ganz selten. Meistens sind die Dojis eher kleiner, solche Dinger hier. Aber das ist ein klassischer Long Leg Doji. Tja, was machen wir von den 4 Stunden her? Da haben wir diese zwei Dojis nebeneinander. Ist ein Verkaufssignal. Ja, von den Bändern her kein frisches Signal. Unterstützung an dem 20er gleitenden Durchschnitt bei 5.123. MACD über traditionelle und über moderne Sichtweise noch ein bisschen negativ oder weiter negativ. Stochastik auch, hat ein ziemlich verlässliches, hier ist es, das geht hier, folgen Sie mal dem Strich nach oben, da hat das Verkaufssignal gegeben. Ja, da konnten wir aber auch nicht wirklich was mit gewinnen. Das waren gerade mal 80 Punkte. Ja, aber es läuft noch. Das ist also weiterhin negativ. Aber ich sehe hier keinen Punkt, wo ich irgendwie sagen kann, da kann ich mir jetzt mal einen Schein aussuchen. Deswegen muss ich weitergehen und suche mal über die Stunde. Und da habe ich also mit viel Mühe was gefunden. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, wir waren im oberen Band, wir sind raus aus dem Band, wir sind wieder rein, das ist negativ. Wir haben auch hier einen Long Leg Doji, allerdings ist der am falschen Platz. Der müsste weiter oben sein, um als Doji zu gelten. Wir haben das untere Band touchiert und haben für heute hier und jetzt eine Unterstützung bei 5,158. Das MACD weiß nicht genau, was es will hier. Das ist mehr oder weniger so im Nullbereich. Das kann man nicht sagen. Aber der Freund hier unten, der dreht schon wieder hoch. Das ist etwas, ich nenne das Gummibandeffekt. Das sieht man beim 4 Stunden noch besser. Muss ich mal ganz kurz zurückgehen. Wenn das also so wie ein Gummiband so gezogen wird und dann lässt man es los, dann schnellt es sofort deutlich zurück, so wie es das hier tut. Wir waren lange Zeit, das ist ein perfektes Beispiel hier. Wir haben hier das Kaufsignal bekommen. Über die Stochastik, ja, ein bisschen drüber sogar, da haben wir das Kaufsignal bekommen über die Stochastik. Und dann sind wir bereits hier, das ist da, überkauft. Und dann geht der Freund von 14.720 hoch bis zu 15.320 oder was das war. Das ist, da muss man höllisch aufpassen, wenn die Bänder so überrissen sind, ist es gefährlich, dagegen zu halten. Jetzt haben wir hier ein relativ frisches Kaufsignal. Ich versuche das mal so zu untermauern, indem ich jetzt schlicht und ergreifend einfach mal die Highs miteinander verbinde. Und dann sind wir da auch schon im Bereich, wo das drüber gehen kann. Und wenn es hier drüber geht, über diese Linie, dann ist es auch der 20er gleitende Durchschnitt. Und es nimmt dieses kleine Hoch hier auch noch raus. Das wäre bei 15.210. Dann hält er sich alle Chancen offen, um hier weiter hochzugehen. Also, ich habe kein Problem damit zu glauben, dass wir da mal die 15.300 sehen.
Weil ich möchte es auch andersrum formulieren. Wir haben so eine fette Bewegung nach oben und das ist die Mini-Korrektur. Ja, das ist, spricht eigentlich für den Markt, muss ich wirklich sagen. Aber ich tue mich hier unheimlich schwer. Ich gucke hier auf alle möglichen Aktien und versuche da was rauszufinden. Dann werden die, gestern wurden sie gekauft wie verrückt und heute will sie keiner mehr haben. Gibt es auch in den Nebenwerten so oder in den bekannten ausländischen Werten, Nel oder sowas, das ist ein super Beispiel. Gestern wollte sie jeder haben, heute will sie keiner mehr haben. Gut. Zu der Unterstützung. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass wir hier nochmal auf diesen Ausbruch, den wir hier haben, den wir dann hier flott mit einer Akzeleration vollzogen haben, hierhin, dass wir die 15.100 nochmal sehen. Kann ich mir ganz gut vorstellen, aber da würde ich jetzt nie einen Schein nennen. Das ist ja ein Hebel, der ist ja gigantisch. Da sind wir ja irgendwo in Richtung 90 unterwegs. Ich habe diesen Teilbereich hier gefunden. Hier hatten wir eine längere Seitwärtsphase und da orientiere ich mich an den tiefsten Kerzen, das bei 14.956. Ich nenne euch jetzt einen Schein, der hat im Moment einen 50er Hebel. Der hat die Basis 14.892. Ist aber also noch ein bisschen drunter, unter diesem Punkt hier. Aber den Abstand brauche ich ja auch, um den Schein stoppen zu können. Diesen Schein würde ich allerdings, ich persönlich, nur dann kaufen, wenn wir hier drüber gehen, über diese Kerze, und das ist bei 15.245. Das wäre mir zu heiß, den hier zu kaufen, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein 50er Hebel. Wer von euch den nimmt, sollte sich darauf vorbereiten, sich vorher das Wasser auf den Tisch zu stellen, das Essen für die nächsten 4, 5, 6 Stunden und vielleicht mal vorher aufs Klo gehen. Weil wer den nimmt, der sollte den Bildschirm nicht wirklich verlassen. Das ist schon ein heißes Teil. Die Kennnummer ist die GH40VW. GH40VW. Mal zum Put. Tja. Also da bin selbst ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Also ich gehe jetzt nicht normalerweise, würde ich sagen, hier ein, der hier ganz knapp hinter dem High liegt. Nee, ist es nicht. Also ich gehe eher so hier, der ist mir auch zu knapp, 15.500, das ist mir zu knapp. Dann nehme ich den Hebel ein bisschen runter, da gehe ich mal auf die 40. Hier sind wir bei der 40. Damit kann ich schon eher leben, 15.580er. Den würde ich allerdings auch erst dann nehmen, wenn wir hier unter diesem wichtigen Support-Niveau bei 15.100 markant drunter schließen mit einer Stundenkerze. 15.580, das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GB87RZ. Also nochmal, nach so heftigen Tagen wie gestern, und ich glaube, der DAX war ja bei irgendeinem lustigen CFD-Broker schon übers Wochenende bei 15.380 oder sowas, habe ich da gehört. Ich gucke da nicht so drauf, ich gebe da nicht viel drauf. Aber trotzdem, weil der Tag ist dann heftig, kommt meistens ein umsatzschwacher Tag mit relativ wenig Volumen, respektive relativ geringen Kursschwankungen. Das haben wir heute. Morgen kommt die Wahrheit. Aber ich gebe den noch nicht auf. Der hat locker noch die Chance, hier nochmal die 15.300 zu sehen. Perfekt wäre eine Korrektur runter zu 15.100, bis sich dann wirklich auch der 4-Stunden-Chart abgebaut hat und dann kann er weiter hochdrehen. Orientiert euch ein bisschen an dieser Linie hier. Ich kann mir vorstellen, die ist hilfreich. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.